So, was haben diese Professoren gefunden? Ich mache es am besten am Beispiel der Gesundheitsreform. Man diskutiert ja schon lange, ob unser Gesundheitswesen so ideal ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Da sage ich Ihnen mal, dann versteht man den Grundgedanken dieser 20 Reformen, es sind insgesamt 20 Reformen, am besten, wenn man es an einer Reform mal erläutert kriegt. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt die Hausarztpraxis meines Hausarztes. Da würde jetzt das Gesetz sagen, aha, in 2 Monaten, ab dem Moment müssen Sie keinen Papierkrieg mehr ausfüllen. Sie kriegen alle Zeit frei für die Menschen. Und dann bieten Sie denen, Ihren Versicherten, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, einen eigenen Gesundheitssportverein, alles kostenlos an. Wer Lust hat, geht hin. Manchmal werden Comedians machen Gesundheits-Comedian-Auftritte, damit auch der Letzte, der sich nicht für Prävention und Gesundheit interessiert, auch so ein bisschen Spaß hat, da einfach hinzugehen, weil man dort nette Leute trifft, weil man sich nett unterhalten kann und irgendwie immer was Neues über Gesundheit erfährt. Dadurch können angeblich 70 Milliarden Euro jedes Jahr eingespart werden. Und das behauptet der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann. Jetzt stellen Sie sich vor, wir entschädigen jetzt die Pharmaindustrie. Die müssen wir ja mitnehmen auf so einen Umstellungskurs. Die Leute werden seltener krank, brauchen weniger Tabletten. Wir müssen denen helfen, solche Umstellungen zu gehen. Aber wenn wir von den 70 Milliarden am Ende 50 Milliarden übrig haben oder 40 Milliarden übrig haben und dann Klimaziele finanzieren, dann tut das niemandem weh. Dann brauchen wir keine Steuern zu erhöhen, sondern können ganz sanft eine Umgestaltung machen, die vernünftig wäre. Jetzt so Ihr erster Eindruck. Sie hören ja jetzt zum ersten Mal von dem sogenannten dritten Weg der menschlicheren, sozialeren Marktwirtschaft dieser über 20 Professoren und der Bundesministerin. Was ist Ihr erster Eindruck? Ja, eigentlich ein guter Weg, für die Menschen besser, für die Umwelt besser. Wo liegt das Problem, dass der nicht begangen wird? Also ich glaube, mit Geld kann man nicht alles regeln. Das müsste dann wirklich Einschränkungen geben in dieser Braunkohleabbau, in dem ganzen, also 3-Liter-Auto Minimum oder Elektroauto, wenn das sinnvoll ist. Also es müsste wirklich klar sein, wo setzt man das um? Und zwar, es würde so sein, bei 50 Milliarden können Sie zum Beispiel 5 Kohlekraftwerke vollständig entschädigen, sofort stilllegen und die Mitarbeiter großzügig in neue Jobs bringen. Das haben die Professoren auch vor. Die wollen das ganze Arbeitsamt rumkrempeln, nämlich in eine persönliche Betreuung, wo der Arbeitsamtmitarbeiter zu den Leuten hingeht und denen hilft, in den neuen Job zu kommen, ganz persönlich vor Ort. Aber entscheidend ist, dass sie brauchen dann noch 5 Milliarden, also jeweils für ein Kohlekraftwerk 5 Milliarden für die Stilllegung, großzügig geschätzt, 5 Milliarden für die erneuerbaren Energien. Sie brauchen ja Wasserstoffspeicher, sie brauchen Batteriespeicher, sie müssen die Dunkelflaute abfedern. Und das müssen wir alles machen. Aber mit 50 Milliarden sind wir schon 5 Kohlekraftwerke weiter. Und die Professoren haben gesagt, Kohlestopp 26 könnten sie schaffen, konkret. Aber jetzt muss ich auf seine Frage eingehen, denn die war sehr wichtig und gut. Woran hängt's? Es hängt daran, dass, stellen Sie sich vor, jetzt würde hier Greta Thunberg stehen und sagen, liebe Frau Merkel, liebe Journalisten, alle, die jetzt wieder um mich herumsteht und an meinen Lippen hängt, lassen wir uns doch mal die nächsten Wochen in jeder Talkshow diskutieren über den dritten Weg der zweiten Scientists for Future, ob dieser Plan mit so vernünftigen Reformen die Gesellschaft auf Prävention und auf Verhinderung von Krankheiten, auf Verhinderung von Kriminalität und ähnlich überall Präventivmaßnahmen zu belohnen und zu bezahlen und dadurch eine gesündere, glücklichere Gesellschaft zu erzeugen und dabei noch Gelder einzusparen und die dann rüber ins Klima zu tun, dann würde es sofort losgehen. Und was hindert uns daran? Dass viele dieser jungen Leute sehr linksradikal denken. Viele träumen, ich habe mit vielen gesprochen, träumen von einer Revolution. Und das ist das Dilemma. Ja, das müsste anders gehen, aber es ist halt ein Umdenken auch von oben her. Es sind ja die letzten 20 Jahren die Reichen immer reicher geworden und der Mittelstand immer ärmer geworden. Das ist noch nie mit der Revolution gut gegangen. Meistens immer ins Negative, radikal. Ja. Ob es das der Kommunismus war, ob das bei Napoleon war, wenn man das so sieht, immer wieder. Es ist dann immer in Krieg und mit viel Blut verfließen gegangen. Ja. Also wäre eigentlich eine andere Lösung, wirklich Umgestaltung vom Sozialwesen,
staatlicherseits langsam wäre sinnvoll. Ja? Genau, und denn dass die jungen Leute hier institutionalisiert werden, auch von der Politik. Weil dann kann ich sagen, ja, die sind linksradikal, ja, das interessiert mich nicht. Also die werden auch benutzt, meines Erachtens, um keine Änderung herbeiführen zu müssen. Das wissen wir auch. Ich verfolge alles. Wir wissen gar nichts. Es gibt ja Hinweise aus allen Richtungen. Es gibt Unterstellungen, es gibt Vermutungen, es gibt auch manchmal Daten, ja, und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich verfolge das alles, ich kriege das alles mit. Aber was ich für Ihre Aussage finde ich entscheidend, dass eben der Punkt ist, dass wir eben... Ich verstehe das, wenn die Schere zwischen Arm und Reich so extrem auseinandergeht, wie sie in den letzten Jahren gegangen ist. Dass dann sowas wie eine Wut aufkommt, das verstehe ich auch persönlich so, ja? Aber dass aus dieser Wut heraus man wirklich glaubt oder davon träumt, dass diese Wut sich wirklich in der breiten Masse zu so einer Art Revolution umsetzen würde, das halte ich für unrealistisch. Und deswegen müssen wir diesen dritten Weg gehen, diesen mittleren Weg. War in den 68er schon so. Ich bin leider zu jung, ich bin der 60er Baujahr, ja. Aber bin dann nur eingezogen worden, habe dann nachträglich verweigert. Ich war dann gegen Pershing und Wackersdorf aktiv. Es hat sich wieder die Konservativen, die Konzerne haben sie wieder durchgesetzt. Inzwischen regieren ja sie und wie immer schon. Ja. Deswegen ist es ja so wichtig, dass es jetzt einen dritten Weg gibt. Genau genommen haben wir die letzten Jahrzehnte, trotz der 68er Zeit, haben wir, die Professoren sind übrigens alle inspiriert von der 68er Zeit, ja, das ist die in der Tradition. Aber die sagen eben auch, wir haben ja eigentlich in letzter Zeit immer wieder die gleichen alten Themen, Kapitalismus oder Kommunismus, links oder rechts. Aber jetzt kommt was Neues. Und dieser dritte Klimakriege, die er beschrieben hat, ist ja schon lang bekannt. Der hat ja das schon vor 15 Jahren locker geschrieben. Ich habe viele Videos von Harald Welzer gesehen. Der ist gar nicht so weit von uns entfernt. Aber so konkrete Reformen, wie es diese Professoren haben, hat er nicht. Na, sonst hätte ich. Wollen Sie weiter vorgehen? Ja, jetzt ist also so, müssen Sie sich vorstellen, diese Interviews landen im Vorzimmer von der Frau Merkel und die können die jungen Leute überall im Internet sehen, ja, bei Fridays for Future und so weiter, dass sie einfach nachdenklich werden und sagen, vielleicht sollten wir diesen neuen mittleren Weg, Sie haben recht, den dritten Weg, das ist ein alter Name, aber mit dritten Weg meine ich natürlich den Weg dieser Professoren, die dritte Instanz zwischen Kommunismus und Kommunismus und Kapitalismus, also eine vernünftige Mitte, die so ein bisschen die menschliche Tendenz im Wettbewerb gerne auch Erfolge erzielen zu wollen. Auch wir sagen als Wissenschaftler natürlich, der Mensch hat nun mal so eine kleine Spur Genegoismus. Und wenn man jetzt eine sozialistische Gesellschaft macht, dann kann es sein, dass nicht genügend Leistung zustande kommt, dass nicht genügend Innovation zustande kommt. Deswegen sagen die, so ein dritter Weg, der so die wenigen guten Aspekte des Kapitalismus mit den guten Aspekten der sozialeren Denke zusammenbringt. Und ich habe es Ihnen ja geschildert, also dieses Gesundheitswesen wäre ja auch sozial hoch 10, ne? Es langt, ja. Es würde reichen, ja. Und durchaus. Und wieso müssen wir noch reicher werden? Also 10 Millionen, 100 Millionen, wenn jemand ein gutes Leben führen kann und eine gute Aussicht hat, wäre ja okay. Bloß momentan schaut es halt mit der Perspektive schlecht aus. Ja? Und es war, was jetzt halt weiter so wie bisher, ist halt nicht mehr. Jetzt sind wir echt an einem Punkt hin, dass ein Umdenken bitter notwendig ist. Bitter notwendig. Also das ist kein Spaß mehr. Und sollen die 100 Millionen haben oder zwei, ist mir scheißegal. Es geht wirklich um viel mehr. Und das haben die noch nicht kapiert da oben. Und das ist mein Bedenken, ist, dass die sagen, weiter so wie bisher und noch reicher, noch besser ausbeuten, Afrika noch ausbeuten, Asien noch ausbeuten, wie auch immer. Aber die haben noch nicht kapiert, dass es wirklich um die Existenz von alle geht. Und vor allem, ich kann... Wenn es gut ist, können wir nicht mehr leben. Genau. Und nicht, wo das Geld herkommt oder hinfließt oder wer reich oder weniger reich ist, sondern das muss begriffen werden, dass einfach, wenn man so weitermacht, es nicht mehr lange dauert, dass alles kippt. Ich kann leider nicht ganz so tief einsteigen, weil das gleich losgeht und so weiter.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich habe das Ganze mal untersucht auf die Evolutionsprozesse, die diese 20 Reformen auslösen in der Gesellschaft. Da würde sich diese verrückte Schere zwischen Arm und Reich, zwischen extremst Reichen und extremst Armen, würde sich Stück für Stück langsam allmählich schließen, weil das ist nur in so einer kranken Gesellschaft, wie wir sie haben, ist so eine extreme Aufspaltung möglich. Deswegen darf ich Ihnen nur so andeuten. Auch das Problem würde sich langsam lösen. Allerdings sind die Professoren der Meinung, eine absolute Gleichheit wollen wir nicht erreichen. Wir wollen den Leistungsanreiz haben am Ende. Aber nicht solche Extreme. Teil der Welt hungert und der andere im Überfluss. Das braucht es nicht. Das kann man anders verteilen. Und, Geld arbeitet nicht. Ja? Es wird andere ausgebeutet, damit wir so reicher werden. Abschließend meine Frage. Ich habe Ihnen jetzt versucht, diesen neuen, ich sage immer mittigen, vernünftigen Weg dieser über 20 Professoren vorzustellen. Finden Sie den, dass der überall diskutiert werden sollte, weil es ein neuer Ansatz ist? Oder was ist Ihr Schlussresümee? Durchaus. Durchaus, und zwar mit allen Gruppen. Kontrovers. Ja. Kontrovers mit allen, wo da sind. Und im Grunde genommen ist das ein Ansatz, wo wir schon lange haben. Ja? Wir sind so, sagen wir Mittelstand. Ja? Und wir sind dafür, dass endlich was passiert. Aber irgendwie sehen wir in der Politik keinen Ansatz, nicht den geringsten Ansatz. Und ein paar wenige, die werden auf die Seite gedrängt. Und darum wäre vielleicht noch so eine dritte oder vierte Kraft notwendig, von mir aus die ganzen Professoren, die wo endlich mal sagen, Leute, da oben, macht's mal. Und vor allem jetzt das Schöne ist, dass die Professoren sagen, ich verstehe ja Frau Merkel und Herr Spahn und Frau Klöckner, dass sie sind keine Wissenschaftler. Sie können so komplizierte Reformen weder entwickeln noch durchführen. Wir machen das kostenlos, setzen uns in die Ministerien und helfen ihnen mit ihren Beamten, führen wir das durch, ohne dass es auch nur einen Cent kostet. Denn es ist ja unser Land. Ja? Oftmal auch Interessenkonflikte, solche Leute. Oder vielleicht denken Sie auch an Ihren Geldbeutel nach dem Amt, ja? Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Aber so als Schussresümee kann man sagen, auf jeden Fall ist der Ansatz der Professoren als dritte Diskussionsmöglichkeit dringend notwendig. Mehr als dringend. Existenziell.